The Eagle has landed. So hieß es vor fast 50 Jahren. 2019 jährt sich die Mondlandung der Apollo 11 1969 zum 50. Mal. Heute gibt es eine weitere Pioniertat zu verkünden. Zum ersten Mal ist eine Mondsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet, und zwar eine chinesische. Damit haben die Chinesen einen Meilenstein erreicht, denn auf der Rückseite des Mondes zu landen ist nicht gerade einfach, weswegen es bisher auch noch niemand gewagt hat. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Bisher haben es alle Weltraumnationen gescheut, auf der Rückseite zu landen, weil das mit deutlich erhöhtem Aufwand verbunden ist. Denn nicht nur der Lander muss zum Mond geschickt werden, sondern auch ein Mondsatellit als Relaisstation, um die Signale an die Erde zu senden. Denn ein solcher Lander kann von der Rückseite nicht direkt senden oder empfangen, weil der Mond ja dazwischen ist. Das geht nur über einen Satelliten, der von der Erde aus gesehen werden kann und damit Funkkontakt zur Erde haben kann und eben auch vom Lander quasi über Eck wird dann gesendet und empfangen. Und das bedeutet auch, dass die Landung nicht direkt kontrolliert werden kann. Alles geht nur über den Satelliten. Deshalb musste dieser Satellit extra für diese Mission im Mai in den Mondorbit gebracht werden. Und noch etwas ist schwieriger auf der Rückseite des Mondes. Sie ist nicht so eben wie die Vorderseite. Eine Landung ist auch deswegen dort schwieriger. Jetzt ist es also gelungen, um 3.36 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Jetzt wird ein Roboterfahrzeug den Lander verlassen und die Umgebung untersuchen. Neben diversen Messgeräten ist auch eine Panoramakamera an Bord. Zusätzlich ist auch ein kleines Gewächshaus mit auf dem Mond und es wird getestet, wie Pflanzen bei der niedrigen Gravitation des Mondes wachsen. Und es werden niedrigfrequente Radiofrequenzen gemessen. Auf der Rückseite des Mondes gibt es kaum Störungen durch Strahlung von der Erde, sodass man hier erhofft, deutlich ungestörter ins All zu horchen. Zudem ist ein Strahlenmessgerät der Kieler Christian-Albrechts-Universität mit dabei, das die Strahlung und den Wassergehalt des Bodens messen wird. Und im kommenden Jahr wird es für die Chinesen weitergehen. Mit Chang'e 5 wollen sie Mondgestein einsammeln und zur Erde zurückbringen. Und 2013 soll ein Chinese zum ersten Mal seinen Fuß auf den Mond setzen. Und auch Flüge zum Mars sind geplant. Der Wettlauf ins All ist also in vollem Gange. Und wir können gespannt sein, wer als erstes den Fuß auf den Mars setzen wird, wenn es dazu Neues gibt. Erfahrt das natürlich bei Klicksum auch auf dem englischen Kanal, wo es heute für euch eine Videopremiere gibt. LED Lights Damage Eyes. Da erfahrt ihr, warum LED-Lampen für unsere Augen gefährlich sind. Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.